Hallo Leute und willkommen zum Together Mother 3. Ja, im letzten Part, ihr habt es ja im Stream gesehen, hat Klain hier noch ein bisschen gelevelt, weil die Gegner hier doch etwas stärker und mieser sind. Ja, und obwohl ich den Vulkan eigentlich nicht machen wollte und gehofft habe, dass Klain damit fertig wird, naja, muss ich ihn nun leider doch machen. So, mal eben nochmal gucken. Sollte okay sein. Sollte passen soweit. Mal gucken, ob ich den Vulkan hinbekomme. Mit dem Boss hier, der äußerst nervig ist. Aber gut, schauen wir mal. Ah, das ist mit dem Tempowechsel, ja. Au. Ich hasse es, wenn es langsamer wird. Das Lied an sich ist einfach, aber durch diesen Tempowechsel an manchen Stellen, das ist nervig. Und wie gesagt, die Mrs. Lava, die gehen eigentlich. Sehr schön. Ja, ich glaube auch Level 60 ist das letzte Level, wo sie eine neue Psi-Technik erlernen. Dann ist finito. Für alles, was noch kommt. Ja, schauen wir doch mal. Oh ne, nicht zwei von den Viechern. Da war es langsamer. Danke. Sehr schön. Oh ne, das da pennt. Blöd. Halt ich mal bitte. Ja, ja. Oh. Super, mussten wir sogar noch nicht mal. Ich werde auch gucken, dass ich sparsam mit den PP hier umgehe. Aus einem einfachen Grund. Ja. Der Vulkan ist nicht ganz so angenehm, wenn ich ehrlich bin. Unter anderem deswegen. Ja, cool. Aber das Schöne ist an diesem rollenden HP-Meter, wenn man den Gegner fertig gemacht hat, hört es sofort auf. Das bedeutet, weiterer Schaden wird nicht berechnet.
was ziemlich geil aus. Und da kommt es noch nicht mal zum Angriff. Ja, ich werde natürlich trotzdem versuchen, jeden... Na komm, danke. Pikafire Omega, geil. Bringt uns hier im Vulkan aber herzlich wenig. Wenn man sich sicher denken kann. Dieses Team ist sehr einfach, das Kombo, man muss sich ja beeilen. Geil, Smash. Da hat man sogar, man hört sogar relativ deutlich raus, muss ich sagen. Bei diesem Ding. Was ziemlich geil ist eigentlich. Deswegen. Eben überlegen. Hier unten war Clank, glaube ich, schon drin. Genau, mit den Mushrooms. Ich heile aber mal eben durch. 28, nee, das wird so teuer. Du brauchst auch noch nicht. Du brauchst am ehesten. Bei den anderen ist es eigentlich egal noch. Wie gesagt, das Theme von den Mushrooms ist auch sehr einfach. Finde ich. Wie gesagt, man muss hier nicht meiner Meinung sein. Ich finde es einfach, weil... Jo. Habt ihr gesehen. Wenn hier einigermaßen fit ist mit Kombos, dann hat man gegen die auch keine Probleme. So. Bei dir wird's mal Zeit mit dem Live-Up. Und du machst nochmal bitte ein Live-Up-Beta auf dich. Danke. So, wie sieht's aus? Ja, sie sieht noch gut aus im MPP. Sehr schön, das da. Aber ich möchte das auf den Mr. Volcano gehen, auf den... Magman gehen, weil... ja. Nein! Magman. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der jetzt, dass der noch zwei von diesen Fireflies ausspuckt. Sehr schön.
So, jetzt kriegt auch Ponyman Heal ab. Ja, das reicht. Das reicht auch. Grüß auch mal ein Heal. Und Lukas auch. So, dann gehen wir hier oben noch rein. Furzgeräusche. An indescribable smell lingers in the air. Yay! Furzgeräusche FTW. Und wir haben Butterfly. Sehr schön. Sehr nett. Magic Butterfly mit everyone in Lucas' party relax. Sehr gut. Luxury Banana. Cool, dann können wir uns heilen. So, sind wir die auch los. Geben wenigstens gute Erfahrungspunkte. Von der Warte kämpfe ich auch gerne gegen die. So, hier wird's mal nötig. Hier noch nicht, aber hier wird's wieder dringend nötig. So, du bekommst mal einen Life-Up. Und du kriegst noch einen Life-Up-Alpha-Up. So. Oh ja, bitte ich nicht. Nicht mehr so gut. Perfekt, die haben wir von hinten. Und damit ist ja auch keine Gefahr. Na, komm her, scheiß MacMan. Wenn's nicht anders geht. Genau deswegen hasse ich diese Magmans. So, Kommentare mal eben einfach bitte auf Boni und
Ja, Leverball auf. Das Gute ist, wir haben ja zwei Heiler. Also zwei, die heilen können. Und da werde ich das auch voll ausnutzen. So, zum Present kommen wir, soweit ich weiß, und hier rumgehen. Genau. Zigitor, perfekt. Nicht schon wieder so ein scheiß Magman. Wieso ist der jetzt respawned? Danke, Duster. Aua! Beta auf Boni. Angriff, Angriff, Angriff. Oh, brauchen wir nicht mal mehr. Ja, wie gesagt, rennen können wir aktuell nicht wegen Fever. Healing Omega. Geil. So. Healing Omega. Cures all allies status alignments, including incapacitation. Bedeutet, mal eben, Healing Gamma auf alle. Ist ziemlich geil, wenn mehrere K.O. sind. Ja. Also ist wirklich verdammt geil. Wenn mehrere K.O. sind. Kann man nämlich alle gebündelt heilen und muss dann nicht extra, ja. Muss dann nicht extra mit, Items da um sich schmeißen, was ziemlich geil ist. Au, au, au. Keine Ahnung, warum das wieder so leckt aktuell. Wirklich nicht. Ich habe nichts an im Hintergrund. So, wir sind auch gleich schon beim Boss dieses Gebiets, zum Glück. Aber vorher durchheilen.
Doppel-Level up. Geil. So. Da ist die Nadel und der Boss. Da ist der Nito. I found you. I finally found you. Is what Facade says. Yep. Da ist er. Der Boss dieses Gebiets. Please forgive my late introduction. I'm Facade's interpreter. Because of you, I feel more beautiful, newer, and more wonderful than ever before. But I will not thank you, is what Facade says. Facade said. Thunder? Threw me off Blunder Tower? I'm sorry, I don't understand. Ah, off Thunder Tower. Richtig, wir haben ihn da runtergeschmissen. You threw me off Thunder Tower. He goes on to say the resulting shame, pain and woe are humiliating. Very humiliating. Therefore, I would very much like to return the favor in full. Today will be the day I make you cry. I will make you cry, Uncle. I do not believe I will ever lose to the likes of you again. Is what Facade says. Now, let us begin, kind sirs. I will show mature, grown-up terribleness. And what that terribleness is a very mature and grown-up terribleness. Is what Facade says. He also adds... Dann komm her, Facade. You encountered new Facade. Yeah. Richtig. New Facade. Und glaubt mir, wenn ich sage, der ist nervig. Shield Omega, go. Du machst... Bitte... erstmal bitte eine Offense Down auf ihn. Du verwendest bitte den... die Scary Mask und du machst mal Sniff. But he didn't smell anything. Okay, das heißt, er hat keine Schwächen. 41, sehr schön. Shield Omega, sehr gut. Genau, was brauchen wir. Das Problem ist, dieser Depp kann zweimal angreifen. Wie ihr sicherlich wie ihr eben schon gesehen habt. Macht diesen Kampf extrem nervig. Glaubt's mir. Ist aber wirklich extrem nervig. So, Sub Omega auf alle. Du machst bitte, Tickles Down. Du verwendest bitte auch den Tickle Stick. Und du kannst... Ja, der hat ja auch ein Schild. Dumm, dass wir noch nicht den Schildsnatcher haben. Der wäre hier ziemlich geil. Au. Yep. Seht ihr, was ich meine? Once there's a land aus. Das sollte helfen. Guck
Tomatora, du machst bitte nochmal Defense Down. Du greifst an und du greifst an. Und das Schild ist weg. Sehr gut. Au, 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 au. Nee, keine Ahnung, warum das gerade so leckt. So, Lukas, du haltst mal eben durch. Machst mal bitte nochmal Offense Down. Du greifst an und du greifst an. Nein, bitte nicht! Ja, toll, Lukas kann keine Psy-Kräfte mehr einsetzen. Healing Alpha auf Lukas. Du benutzt ein Item. Die Luxury Banana und du greifst an. Danke. So, und jetzt nochmal. Life of Omega. Angriff. Angriff, Angriff. So, Shield Omega, Angriff, Angriff, Angriff. Autsch! Jetzt kommt er nämlich mit dem Schild. Ich hab das Schild, ich hab das Schild noch nicht drauf. Und der Depp kann sich heilen.
Aber zum Glück nimmt das Heilen einen zu genannten Sport. Das heißt, er kann keinen zweiten. Er kann nicht dann nochmal angreifen, was ziemlich gut ist. Und leider davon mehrere, von diesen Luxury Bananas. Aber die Luxury Bananas bringen ihm nichts, weil wir ihm mit einer Combo schon fast wieder genauso viel abziehen. Und deswegen. New Facade was defeated. Finally. Nerviger Boss. Aber zum Glück nicht ganz so schwer wie manche andere Bosse hier im Spiel. Also es gibt noch nervigere Bosse als Facade. Und wenigstens gibt es auch ordentlich Erfahrungspunkte. Luxury Banana. Followed by. Facade also says, I will humbly make you pay for this. And he says it with an intense emotion. I believe it's an anger-filled emotion. Naja, hau ab, Facade. Und dort, du Scheißinterpreter, verzieh dich. Well, that concludes my interpretation session. Verzieh dich. Und damit sind wir hier im Vulkan durch. Pull the needle? Yes! Deswegen sind wir hier. Something awoke inside Lucas. Lucas realized the power of PK Love Gamma. Ziemlich geil das Ganze. Und da haben wir Phrygia. I thought it would get pulled while I was asleep, but I saw it. I saw the needle get pulled. There are three more left. Unlike the other gypsies, I'm very detail-oriented. I'll tell you about needles and then disappear. One needle is on Tiny Tiny Island, south of Tasmilly. I believe Mixolydia is protecting it. Another needle is in Chupi Chupoi Temple, deep in the Orienda Mountains. I believe Ionia is protecting it. I think you already know this, of course. But it's said that the heart of whoever pulls needles is passed onto the Dark Dragon. Instill the power of power, the darkness of darkness, and the light of light into your spirit. Let me peer into your eyes. Thank you. Thank you, Lucas.
I wrote down everything I just told you in the secret notebook. Take it with you. Godfrey's notebook. And one other one. A needle said to be sticking out of the Dark Dragon's head. I can't seem to locate it at all. Nor Locria, who's supposed to protect that particular needle. I'm so picky about the ties, yet I have no idea where they are. Having to disappear without finding out, it's a little bit sad. Please, don't forget me. Here, this is a memento of me. A razor and lipstick. Please take good care of them, okay? Werden wir. Received Frigia's memento. No. You can expect to see more of me in your dreams from now on. Goodbye. So, damit sind wir mit dem Vulkan fertig. Und es ist tatsächlich so, ja, die letzte Nadel, oder der Aufenthaltsort der letzten Nadel ist unbekannt. Will sagen, es weiß keiner. Es weiß keiner, wo die Nadel ist und wer sie beschützt. Allerdings werden wir das auch noch herausfinden, allerdings nicht mehr in Kapitel 7. Denn was Kapitel 7 angeht, sind wir relativ gen Ende. Es fehlt nicht mehr viel. One of the needles is in the castle north of Tasmili. I believe Aeolia is protecting it. One of the needles is far east of Tasmili by the lake. I believe Doria is protecting it. One of the needles is atop snow-capped mountain. On the northeast end of these islands. I believe Lydia is protecting it. One of the needles is in the volcano on the eastern end of these islands. Frigia is protecting it. One of the needles is on Tiny Tiny Island, south of Tasmili. I believe Mixolydia is protecting it. One of the needles is in Chipichupioi Temple, deep in Oyane Mountains. I believe Yone is protecting it. One of the needles is in the deepest, darkest place of these islands. Locria has lost sight of it. Genau. Ja. Nur so viel. Ich mache jetzt auch erstmal Schluss, by the way. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.